Servus, ich bin heute wandern und zwar in der Nähe von Heidelberg. Da gibt es am Neckar eine Vierburgenwanderung. Die möchte ich mir heute gerne mal anschauen. Es sind so ungefähr 10 Kilometer und das Wetter spielt mit. Ist ganz schön, Sonne scheint. Und ja, wenn es euch interessiert, bleibt dran und begleitet mich auf der Tour. Das ist eine echt schöne Burgruine, aber hier ist die Hölle los. Hier sind so viele Leute, es ist echt schwierig zu filmen. Deswegen habe ich mich bisher auch so wenig zu Wort gemeldet. Und ich wäre gerne hier mal... ...auf den Turm hochgegangen. Aber es ist ja immer noch Corona angesagt und auch ein Lockdown. Und es ist mir hier zu eng in dem Treppenhaus. Da sind so viele Leute unterwegs, die hoch und runter rennen. Auch ohne Masken, wie ich eben gesehen habe. Deswegen werde ich da jetzt nicht hochgehen. Ich muss jetzt erstmal die Jacke ausziehen. Der Daunenjacke ist es definitiv zu warm. So, ich bin auch schon in der nächsten Burgruine.
Kann man das lesen? Kann das Datum nicht erkennen. Januar, das Jahr. Kann man das erkennen? Ja, ich melde mich mal wieder. Bin jetzt in der zweiten Burg. Ja, eigentlich schon die dritte, wenn ich die erste mitzähle, aber die war ja nicht begehbar. Ich habe noch ein ganzes Stück vor mir. Mal schauen, wie viele Burgen da jetzt noch kommen. Habe ich schon erwähnt, dass hier viele Leute unterwegs sind? Das ist unglaublich. Ich dachte, das wäre eine Tour, die ich mehr oder weniger alleine gehen kann. Aber kann man vergessen. Ich muss dauernd das Filmen unterbrechen und auf die Seite gehen, weil einem so viele Leute entgegenkommen. Ja, ich bin nicht der Einzige, der das schöne Wetter ausnutzt. Der Weg gefällt mir bis jetzt extrem gut. Vier Burgen, das Ganze auf 9 oder 10 Kilometern, und ja, zwei waren ja jetzt schon begehbar, konnte man rein. Ich hatte die Befürchtung, dass die wegen Corona vielleicht gesperrt sind, dass zu ist, aber nee, man kann sogar auf die Türme, absolut genial. Jetzt langsam wird es ruhiger, weniger Leute und man kann schön wandern. So ein bisschen Ruhe in der Natur ist nicht zu unterschätzen. Als ich heute Morgen los bin, habe ich mein Navi noch fertig gemacht, habe die Route noch drauf kopiert, das GPX-File, und ja, dann habe ich das Navi zu Hause liegen lassen. Aber der Weg ist auch so ganz gut zu gehen. Ich habe mir den Einstiegspunkt gesucht und viel kann man hier nicht falsch machen. Das ist im Grunde ein Rundwanderweg. Und ja, wenn man schaut so ein bisschen nach den Symbolen an den Bäumen, dann kriegt man das ganz gut hin. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, wo ich weiter muss. Ich komme von da hinten und dann jetzt geht es einmal hier hoch und einmal hier weiter. Aber wenn man hier hoch geht, scheint es noch einen Aussichtsturm zu geben. Da werde ich jetzt auf jeden Fall nochmal hingehen. Ich denke, da mache ich dann auch gerade Mittag, ist Halbzeit und ja, eine Kleinigkeit essen. Jetzt, wo die Sonne weggeht, hinter den Bergen, hier Hügel vom Odenwald,
Da wird es dann schon wieder etwas dunkler im Wald. Ich habe mal auf die Uhr geguckt. Ich habe noch ungefähr eine Stunde. Dann geht die Sonne unter. Dann wird es dunkel. Mal schauen. Zeitlich müsste das eigentlich noch klappen. Das sieht ja auch verrückt aus mit diesem gelben Gras und diesem gelben Baum. Völliger Kontrast mit zu allem anderen. Jetzt bin ich fast wieder am Ausgangspunkt. Die Burg dort, die kenne ich. Da war ich ja vorhin schon oben. Ich glaube, das war die Hinterburg. Aber gucken, wo ich hintrete. Ich glaube, es gibt eine Burg noch. Ich glaube, die Mittelburg. Ich weiß aber nicht, ob das die ist, wo ich ganz am Anfang vorbeigegangen bin, als ich auf den Weg bin, oder ob ich da noch irgendwo vorbeikomme. Mal schauen. Also ich habe jetzt eben mal nachgeschaut. Es gibt noch die Mittelburg und die Vorderburg. Die Mittelburg ist, glaube ich, die, an der ich vorhin vorbeigelaufen bin. Und die Vorderburg, keine Ahnung, da geht der Weg jetzt nicht direkt dran vorbei. Ich schaue einfach nochmal, ob ich die auch noch sehe. Ich liebe ja so moosbewachsene Mauern. Schaut euch das mal an. Das ist doch der Hammer, oder? Also echt, ich finde das so geil. Die ganze Mauer ist komplett grün mit Moos überzogen. Hier drüben der Baum auch. Also fürs Protokoll, das hier ist die Mittelburg. Da bin ich ja vorhin schon vorbeigekommen. Da konnte ich aber leider nicht rein. Sehr, sehr schade. Ich schaue jetzt gerade noch mal, aber ich glaube, die war komplett zu. Ich glaube, das ist Privatbesitz. Ich muss zugeben, so eine Burg würde mir auch gefallen. Ist wahrscheinlich von der Energieeffizienz ein Albtraum, die zu heizen. Energieklasse 3x Z. Aber ja, steht schon viele, viele hundert Jahre und wird wahrscheinlich auch noch viele hundert Jahre stehen. Kann man nicht von jedem modernen Gebäude behaupten. Okay, jetzt bin ich gerade unsicher. Denn ich glaube, zu der Vorderburg müsste es in die Richtung weitergehen. Aber da ist zu. Ja, da hinten steht die Burg. Schade. Ja. Betreten verboten. Sehr, sehr schade. Okay, dann sind Vorderburg und Mittelburg in Privatbesitz. Ich habe gerade noch eine Idee. Und zwar geht hier noch ein Weg rein. Ob ich da vielleicht Richtung Vorderburg komme. Ich probiere mal mein Glück. Okay, da wollte anscheinend jemand nicht,
dass man den Grundriss der Burg sieht. Schade. Okay, dann endet an dieser Stelle meine Wanderung. Die Vierburgenwanderung. Fünf wurden es leider nicht. Und ich hoffe, euch hat die Tour auch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat die Wanderung sehr gut gefallen. Wirklich schöne, sehenswerte Burgen, schöne Landschaft und vor allen Dingen auf 9 Kilometern 4 Burgen. Das kann sich definitiv sehen lassen. Ich mache mich jetzt zurück zum Auto, fahre gemütlich nach Hause und ja, kann an dieser Stelle mich nur von euch verabschieden. Ich hoffe, die Tour hat euch genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.